Eine Weihnachtsbotschaft des Bautzener Landrats Udo Witschers zur Unterbringung von Flüchtlingen sorgt für massive Kritik. Ja, bundesweit kann man sagen. Der CDU-Politiker sagte in einem Video auf Facebook unter anderem, dass in seinem Landkreis Flüchtlinge weder in Turnhallen noch in leerstehenden Wohnungen untergebracht werden sollen. Und darüber möchten wir jetzt sprechen. Zugeschaltet ist uns der Generalsekretär der CDU, Mario Schaier. Wir grüßen Sie, Herr Schaier. Guten Tag. Hallo, schöne Grüße. Sie haben sich im Namen Ihrer Partei von der Wortwahl des Bautzener Landrats distanziert. Aber man stellt sich die Frage, warum distanziert sich die CDU von ihrem Landrat, der ja im Grunde die chaotische Migrationspolitik ausbaden muss, die die CDU im Bund verursacht hat? Der Landrat hat eine Sprachwahl gefunden, die in einem Anteil dieses Interviews bzw. dieses Videos, das er getätigt hat, nicht unserer Haltung entspricht. Und von dieser Sprachwahl und von dieser Wortwahl haben wir uns distanziert. Die Flüchtlingspolitik ist in Deutschland, da haben Sie völlig recht, momentan für die Kommunen extrem herausfordernd. Sie kommen mit dem Anstieg an Geflüchteten sowohl über die Balkanroute als vor allem auch aus der Ukraine kaum noch zurecht. Sie haben große Sorge, dass sie Turnhallen und andere Unterkünfte nutzen müssen, die nicht menschenwürdig sind. Und deswegen sind die Herausforderungen da ausgesprochen groß. Er hat ein längeres Interview gegeben, ein längeres Video gemacht für die Bewohner in Bautzen. In einer Passage, die in der Öffentlichkeit eben auch im Wesentlichen benutzt wird, ist eine Sprachwahl genommen worden, die nicht unsere ist, die nicht unsere Haltung nachvollzieht. Und von dieser Sprachwahl haben wir uns distanziert. Aber die Herausforderungen, da haben Sie völlig recht, die sind natürlich enorm groß. Und die hat der Landrat mit richtig auch geschildert. Müsste man sich dann nicht noch deutlicher distanzieren von der Entwicklung der Asylpolitik, der Flüchtlingspolitik eben seit 2015, die ja durch Angela Merkel maßgeblich mitgeprägt worden ist? Der Flüchtlingszugang von 2015 hat dazu geführt, dass es eine Reihe an gesetzlichen Gegebenheiten gegeben hat, um Ordnung und Humanität in unserem Land zu organisieren. Das ist auch alles geschehen. Die Integrationsaufgabe ist weiterhin groß, aber es geht ja jetzt vor allem darum, die neu angekommenen Flüchtlinge aus der Ukraine angemessen unterzubringen. Und das hat jetzt mit den Entwicklungen aus 2015/16 nun mitnichten etwas zu tun. Den Zusammenhang kann ich nicht wirklich nachvollziehen, den Sie da gerade aufmachen. Sie haben sich ja distanziert in einem Interview mit der Deutschen Presseagentur, genauso wie das Bundespräsidium Ihrer Partei. Aber man fragt sich ja schon, jetzt ist da ein Landrat und natürlich ist der Landesverband erstmal selbstständig, aber Ihr Parteichef hat sich nicht geäußert. Friedrich Merz war eigentlich gerade in den Ostbundesländern sehr beliebt und hat immer erklärt, auch im Wahlkampf, ihm sei bewusst, welche Probleme es dort gäbe vor Ort und er wolle sie lösen, er wolle ja auch die AfD wieder klein halten. Glauben Sie, dieses Schweigen seinerseits, dass er Sie da vorschickt, löst jetzt die Probleme vor Ort und trifft bei den Wählern auf Verständnis oder eben, dass sie ihr Kreuz bei der CDU machen? Also Sie haben jetzt relativ viele Punkte durcheinander gebracht. Also erstens, ich spreche im Namen der Partei in enger Abstimmung mit dem Parteivorsitzenden für den Parteivorstand, aber für die gesamte CDU Deutschlands. Und da habe ich zum Ausdruck gebracht, was unsere Haltung ist. Unsere Haltung ist, dass wir für eine menschenwürdige Unterbringung stehen, dass wir auch für eine humane Sprache stehen. Und dies ist mit dieser einen Passage eben nicht der Fall gewesen. Das ist nicht der Fall gewesen. Deswegen haben wir das an der Stelle auch zum Ausdruck gebracht. Das Zweite ist, wir haben überall in Deutschland eine große Herausforderung, Flüchtlinge unterzubringen. Der Bund muss hier sehr viel mehr in die Verantwortung genommen werden. Alle Kommunen und egal welches Parteibuch derjenige hat, der da Verantwortung hat, sagen derzeitig, der Bund tut nicht genug. Er hat Bundesliegenschaften, die er für die Unterbringung nutzen könnte und er öffnet sie nicht. Er stellt sie nicht zur Verfügung. Er stellt nicht ausreichend Personal zur Verfügung, um das zu machen. Er registriert nicht richtig und viele andere Dinge mehr. Da unterstützen wir die Kommunen. Und das Dritte ist, wir haben natürlich besondere strukturelle Herausforderungen in neuen Bundesländern. Ich komme ja auch aus den neuen Bundesländern, aus dem Ostteil der Stadt hier in Berlin. Und ich habe ein großes Verständnis für die besonderen Herausforderungen, die wir hier zu bewältigen haben. Und Friedrich Merz hat auch dieses Verständnis und hat das auch immer klar zum Ausdruck gebracht. Aber es sind eben drei unterschiedliche Fragen, die Sie eben gestellt haben. Und erlauben Sie mir, dass ich sie dann eben auch einfach noch einmal auseinandernehme und dann die Fragen zumindest und dann die Dinge eben auch erläutere. Jetzt hat der Landrat Udo Witschers ja auch noch mal davon gesprochen, dass die Menschen eben in seinem Landkreis nicht in leerstehenden Wohnungen untergebracht werden sollen. Das erscheint mir auch unplausibel. Warum nicht in leerstehenden Wohnungen?
Der Landrat hat zum Ausdruck gebracht, dass er eine besondere Herausforderung hat der Unterbringung. Denn er hatte ja gerade einen Vorschlag gemacht, ein paar Wochen davor, wie die Unterbringung aussehen könnte. Und dieser Vorschlag ist mit einer Mehrheit von AfD und Linken verhindert worden, dass man eine Unterkunft in Hoyerswerda hatte, die für die Unterbringung zur Verfügung stand. Und er hat dann zum Ausdruck gebracht, dass er die Geflüchteten weder in Tonhain unterbringen möchte und dass deswegen nicht die Sorge bestehen muss, dass das einerseits in Tonhain passiert. Und auf der anderen Seite hat er gesagt, dass die soziale Versorgung nicht gewährleistet ist, wenn er sie in Wohnungen unterbringt, dass die Geflüchteten, die hier ankommen, dann nicht die entsprechende Betreuung haben können, weil die Fachkräfte dafür nicht zur Verfügung stehen. Er hat da an einer Stelle eine Formulierung gefunden, die nicht unserer Haltung entspricht. Und diese Formulierung ist auch im Netz immer wieder einzeln genannt worden. Und deswegen haben wir zum Ausdruck gebracht, diese Formulierung, das ist nicht unsere Haltung. Und diese Haltung habe ich für den Parteivorstand, aber auch für den Parteivorsitzenden natürlich zum Ausdruck gebracht. Sagt Mario Chaya, der Generalsekretär der CDU. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.